Das NeoSlab hat den Startvorteil, dass es eine sehr junge Institution ist und der Wandel da auch deutlich stärker schon Teil der DNA ist. Und das ist ein Vorteil, den man gar nicht zu gering schätzen kann in einer Zeit, in der viele Parteien mit großen, großen Strukturen nicht so genau wissen, wie sie diese Strukturen ins 21. Jahrhundert holen können. Und von daher, glaube ich, ist man auf den Wandel dann gut vorbereitet, wenn man ihn auch annimmt, wenn man viel zuhört, wenn man Partizipation zulässt, um auch hineinzuhören in die verschiedenen Bereiche der Gesellschaft, was da die Themen sind, wie man sich verändern möchte, was man sich erwartet von Politik. Und von daher ist, glaube ich, eine der wichtigsten Aufgaben auch des NeoSlab weiterhin nicht nur zu produzieren, sondern auch zuzuhören. Und das werden wir sicher die nächsten Jahre auch gut tun.